Sowjetische Kriegsgefangene im Deutschen Reich. Darüber ist jetzt ein Buch erschienen. Der Autor und Historiker Rolf Keller hat seine Untersuchungen am Freitag im Historischen Museum in Hannover vorgestellt. Peter Ernsting berichtet. Der Historiker Dr. Rolf Keller hat das Schicksal der russischen Kriegsgefangenen in Niedersachsen untersucht. Seit dem Ende der Sowjetunion hat er Zugang zu den Unterlagen der deutschen Wehrmacht. Denn in Bergen-Belsen gab es, bevor es KZ wurde und als solches ist es auch errichtet worden, ein Kriegsgefangenenlager. Und das ist der größte Kriegsgefangenenfriedhof auf dem Territorium der alten Bundesrepublik. Knapp 20.000 sowjetische Soldaten sind dort gestorben. Zumeist an Unterernährung, Ruhr und Tuberkulose. Und nur eine halbe Autostunde entfernt liegen noch zwei weitere große Friedhöfe, nämlich in Fallingbostel-Oerbke und in Wietzendorf, mit jeweils etwa 16.000 Toten. Die Sowjetunion hatte seinerzeit alles Material abtransportiert und jahrzehntelang unter Verschluss gehalten. Das Ganze führt dann in eine Katastrophe. Im Winter 1941-1942 führt das zu einem Massensterben. Nicht nur in den großen Lagern, wo die Arbeitsunfähigen sind und diejenigen, die von den Arbeitskommandos zurückgeschickt werden, weil sie zu erschöpft sind, sondern auch in den Arbeitskommandos selbst. Von den 500.000, die nach Deutschland gebracht werden, stirbt ungefähr die Hälfte. Bis Anfang der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts wurden diese Archive dann zugänglich. Der Verbleib von vielen tausend sowjetischen Gefangenen konnte geklärt werden. Aus den Ergebnissen ist zum einen eine Datenbank eingerichtet worden und Rolf Keller hat auch ein Buch mit dem Titel Sowjetische Kriegsgefangene im Deutschen Reich 1941-42 darüber verfasst. Beides wurde am Freitag, 23. März, im Historischen Museum vorgestellt.